Einen schönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Chainsymbol 2, der Wendy spielt das. Mit dem Glockenläuten der Kirche stehen wir hier in Finnentrop und werden ein wenig Ware, fossile Brennstoffe zum Elektrizitätswerk fahren und da steht unsere Lok. Das Wetter ist, naja, ihr seht selber und ich würde sagen, wir sichern uns hier erstmal ab. Und dann werden wir uns mal langsam aber sicher zu unserer Lok begeben. Und steigen einfach mal ein, würde ich sagen. So. Tür zu. Und dann wollen wir uns erstmal zurechtfinden hier. Tür geschlossen. So. Ich muss mich erstmal Ich bin in den falschen eingestiegen. Gehen wir nochmal nach draußen. Gehen wir uns mal. Hier rein. Jetzt hat es auch aufgehört zu regnen. Gutes Zeichen. Eventuell. So. Hier sind wir richtig. Ich wollte doch sagen, ich bin verkehrt. Da unten ist der Schalter. Ja, auf an. So. Kompressor auf automatisch. Also es ist sehr. So. Dann auf den Sitz setzen. Das werden wir tun. Als erstes werden wir noch hier die Tür schließen. So. Hier rein. Ich glaube, ich habe da hinten auch noch auf der anderen Seite auch die Tür offen gelassen. Das werden wir natürlich schnellstens ändern. Oder habe ich die geschlossen? Das geht natürlich überhaupt nicht. So, jetzt haben wir es aber. Meine Güte. So, wir steigen hier wieder ein. Schließen die Tür und begeben uns endlich auf unseren Sitz. So. Zack. Den Richtungswender vorwärts. Stromabnehmer aufheben. Dann auf automatisch. So, ich denke, wir geben sie zum Kopfgleis und jetzt auf das angrenzende Nebengleis zu fahren, um mit den Kohlewaggons anzukoppeln. Aber als erstes brauchen wir mal noch Scheibenwischer an, würde ich mal sagen. Weil es riecht nämlich doll. So. Dann wollen wir mal starten, würde ich sagen.
da. Auf geht's. Signal weiß, weiß, weiß. So. Wir dürfen das rote Signal überfahren, aber wir sollten ein wenig langsamer werden. Mit 20. So, da ist auch schon unser Ziel. Fürs Erste. So. Zack. Beantragen Sie Zugang zum Nebengleis. Das heißt, wir werden das Stellwerk kontaktieren. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Wunderschön. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich den Führerstand wechseln. Genau. Oder wir fahren einfach, machen einfach, das ist einfach. Rückwärts lösen die Bremse. Geben wir es nach draußen. Nicht aufschalten. Vielleicht nicht ganz das Gelbe vom Ei. Normalerweise hätten wir den Führerstand wechseln müssen. Aber ich denke, im Sinne des Szenarios machen wir es einfach mal so. Schöne Baureihe 155.
1994 bis 2019 unter dem Namen oder unter der Bezeichnung 155 unterwegs bei der Deutschen Bahn. Und war hauptsächlich im Einsatz zur Bespannung schwerer Güterzüge auf fast allen elektrifizierten Strecken Deutschlands, falls ihr das noch nicht wusstet. Jetzt an diese Waggons lang, fahren Sie vorwärts, bis die Lokomotive die Waggons berührt. Klettern Sie runter und verbinden Sie die Kupplung manuell miteinander. So, das werden wir uns jetzt von sehr nahe anschauen, beziehungsweise von außen. Lösen die Bremsen, das haben wir bereits getan. So, lösen die Bremsen und fahren langsam an die Waggons heran. So, 6 km/h, ich denke, das reicht. Wir wollen ja nicht zu stark an die Waggons fahren. Zack. So, Bremse. So, dann werden wir kurz aussteigen, würde ich sagen. Aber erst muss noch Folgendes gemacht werden. Und zwar. So. Nehmen wir hier raus. Zack. Manuelles Kuppeln. Wunderbar. Setzen Sie sich in den Fahrersitz. Das werden wir tun. Tür. So. Und nun, diese Kohlelieferung muss nur bis Werdohl gebracht werden. Ein lokaler Rangierer wird das letzte Stück der Strecke bis zum Kraftwerk übernehmen. Wunderbar. So, 10 Kilometer bis Plettenberg. Das heißt, wir lösen die Bremsen. Und werden langsam anfahren. Na, 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 na. Gib ein bisschen mehr. Stopp, 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 stopp. So. Geht's derart bergab? Das ist ja Wahnsinn. So, wir werden jetzt erstmal ein wenig die Bremse lösen. Dann werden wir schon mal ein wenig aufschalten und die Bremse lösen.
Ach, jetzt weiß ich, woran es liegt. Natürlich. Ah, stopp, 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 stopp. Natürlich. Guten Morgen, guten Morgen. Entschuldigung, ich war total von der Rolle. So, Bremsen lösen. So, den erstmal wieder komplett auf Null. Irgendwas stimmt hier dann noch nicht. Überhaupt noch nicht. So, jetzt aber. Meine Güte, wenn man im Kopf nicht dabei ist. Ja, alles nochmal gut gegangen. Natürlich, Fahrtrichtungswende muss ja nach vorne verlegt werden. Dann fährt er auch vorwärts. Oh Mann. Hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr im Kopf, dass ich ja vorhin rückwärts gefahren bin. Es gab übrigens 273 Stück der Lok und der Hersteller ist das LEW Henningsdorf und ja, Ausmusterung bis 2019 bei der Deutschen Bahn. Gesamtradstand, Radstand 14.500 mm, Drehzapfenabstand 11.200 mm und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h bei einem Gesamt Die haben sogar eine PCB, sogar eine teilweise LCB. Aber wie gesagt, das nur teilweise und in einigen Loks. Und eine Dauerzugkraft von 196 Kilonewton. Und in der Dienstmasse waren sie ungefähr bei 123 Tonnen. Das ist schon ordentlich. So, was mich aber noch viel mehr interessieren würde, wie man hier Instrumentenbeleuchtung und so weiter und so fort. Das ist doch traurig, mein Gott. An. So. An. So. Jetzt sieht das schon viel besser aus. Ich glaube, wir können wir nicht aufschalten. Auch jetzt gleich 100 fahren.
wir mal auf Geschwindigkeit kommen hier. Hey. Also geht doch. So, noch 9,5 Kilometer bis Plettenberg. Geht eigentlich auf der anderen Seite auch der Scheinwischer an? Nicht da. Wunderbar. Na, vielleicht hört es hier doch noch mal irgendwann auf zu regnen. Wobei, naja, glaube ich eher nicht. Im Übrigen hat die Lok 6 Fahrmotoren und hat als Bauart den Fahrstufenschalter. Druckluft gebremst und die elektrodynamische Bremse. So, dann haben wir auch gleich unsere 100 Stundenkilometer erreicht. Wunderschöne Strecke. Kommt uns ein Gegenzug entgegen. Eigentlich auch blöd gesagt, Gegenzug entgegen. Natürlich kommt dem entgegen. Das hieß ja nicht Gegenzug.
Immerhin haben wir gleich 70. So, aber so tief runter wollte ich dann auch nicht. Mal kurz in den Ablaufplan reinschauen. So, das haben wir soweit alles erledigt. So, über Plettenberg fahren, in Werdohl anhalten, Lok sichern. Genau. Wunderbar. Wunderbar. Wird sich das ausgehen mit 100? Oder werden wir leicht über die Geschwindigkeit kommen, dann 70? Aber wenn er jetzt bald umschwenkt, könnte sich das noch leicht auch ausgehen. Ja, wunderbar. Klappt doch. Ja, die Sonne scheint, man sieht es, aber es regnet immer noch. Es ist noch sehr grau im Grau. Aber vielleicht reißt der Himmel ja gleich auf und dann haben wir doch vielleicht ein wenig schöneres Wetter. So wie bei mir gerade zu Hause. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Also am Anfang, ich war da total woanders. Ich habe mich gewundert, warum fahre ich rückwärts? Ich habe gedacht, ich roll zurück, aber natürlich, wenn man den Fahrtrichtungswender nicht nach vorwärts verlegt, dann fährt die Lok auch nicht vorwärts. Logisch. Kleiner Anfängerfehler. Und das ist ja Gott sei Dank nur ein Simulator. Im echten Leben wäre das dann schon etwas dramatischer.
Oh. Das wäre doch ein wenig zu schnell gewesen. Zweieinhalb. Grüne Welle, das ist immer schön. Bis jetzt auch noch kein rotes kein gelbes Vorsignal gesehen. So, Plettenberg haben wir dann gleich erreicht. Von da aus geht es dann noch bis Werdohl. Ich weiß jetzt gerade allerdings nicht, wie viele Kilometer das dann noch sind. Da vorne ist Plettenberg, beziehungsweise unser Ziel. So, wir können aufschalten. Bin ich jetzt gespannt, wie viele Kilometer es noch bis Werdohl sind.
7,3 Kilometer, das geht noch. Da kommt uns was entgegen. Ich nehme mal stark am Güterzug. Der da rot hat HP0, sagt man. Und jetzt gerade fährt er an. Wunderschön. So, und jetzt kommen wir mal endlich ein bisschen auf Geschwindigkeit hier. Schöner Doppelstock, wunderbar. Zusammen mit einer 143er, sage ich jetzt einfach mal. So, gelbes Vorsignal in 200 Kilometern und in 300 Kilometern 40. Aber es ist dann eh kurz vom Ziel, von daher.
So. Wir werden hier mal ein bisschen Geschwindigkeit aus dem ganzen System nehmen. Also langsam aber sicher rückt unser Ziel dann doch näher. Wir wollen ja nicht mit 110, 120 Sachen da ankommen. Im Übrigen haben wir 50 zu erwarten, von daher. So, ich würde sagen, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen ausrollen bis auf 40. Gehen dann mal auf 1. Da jetzt nicht mit dem Affenzahn ankommen. Ich würde sagen, so reicht's. Da kann man unser Ziel schon schwach erkennen. So, Ausweichgleis oder auch Außengleis, wie ihr mögt. Ich sag's nochmal: Aufs Ausweichgleis. Meine Güte, ist nicht einfach. Versucht selber mal. Aufs Ausweichgleis. Aufs Ausweichgleis. Es ist nicht einfach. Aus. Zu schnell bremsen wir aber dann auch nicht. Und schließlich auf 70 Meter. Und zu weit fahren auch auf gar keinen Fall. Wobei das ja noch einigermaßen
weit ist bis zum roten Signal. Aber wir wollen das Signal schon treffen. Beziehungsweise das Ziel hier. Einigermaßen zumindest. Na komm, bis hier noch. Na egal. So. Aus. So. Stellen Sie die Lokomotive hier ab und steigen Sie aus, um andere Aufgaben zu übernehmen. Eine weitere Lokomotive wird später eintreffen und diese wird dort kommen zum Kraftwerk bringen. Ja, dann werden wir das mal tun. So, stellen Sie die Richtungswende auf neutral. Dann werden wir das mal machen. Zack. Und ziehen Sie die Handbremse an. Zack. Stellen Sie die Fahrerbremse auf aus. Minimum aus. So. Stellen Sie die Fahrerbremsschlüssel auf aus. Machen wir erstmal hier. So. Das heißt, ich muss jetzt aufstehen und mich zur Batterie begeben. So. Steigen Sie aus, um Ihre Arbeit zu beenden. Aber natürlich. Aber vorher habe ich noch was anderes vor. Wir wollen ja nicht, dass die Batterie leer geht. Aus. Lassen wir das. Lassen wir das und gehen nach draußen. So. Das war's mit diesem Szenario und auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wir hören uns im nächsten Video wieder, beziehungsweise ihr hört mich. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal, euer Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.